Einen angenehmen Sonntagvormittag, meine Damen und Herren. Im oberösterreichischen Steyr bangen mehr als 2000 MAN-Beschäftigte um ihre Jobs. Der Standort soll geschlossen werden. Ist eine Rettung des Standorts doch noch denkbar? Unter anderem zu dieser Frage ist der Präsident der österreichischen Industriellen Vereinigung in der Pressestunde zu Gast. Georg Knill steht seit knapp einem Jahr an der Spitze der IV. Einen angenehmen Sonntag, Herr Knill. Schönen Vormittag. Grüß Gott, Frau Stöber. Gemeinsam mit Ihrem Bruder besitzen Sie die Knill-Gruppe, ein für österreichische Unternehmen, österreichische Verhältnisse großes Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten, 300 Millionen Umsatz, ein Unternehmen, das im Bereich Maschinenbau tätig ist. Die Fragen stellen Petra Stoiber und ich. Frau Kollegin Stoiber ist stellvertretende Chefredakteurin des Standard. Schönen guten Morgen. Schönen Vormittag. Herr Knill, ab morgen wird offenbar wieder verhandelt rund um MAN. Es ist nicht ganz klar, ob es da noch Perspektiven gibt. Sehen Sie denn noch eine Perspektive für den MAN-Standort in Steyr? Absolut. MAN Steyr ist ein Traditionsproduktionsunternehmen, hat eine über 100-jährige Tradition in Steyr und ist somit sehr wichtig für Steyr selbst, auch für die gesamte Region. Und der MAN ist in Summe für den gesamten Automotivsektor in Österreich von höchster Bedeutung. Ich erwarte mir, dass in den nächsten Tagen und Wochen die betroffenen Parteien wieder sich auf den Tisch setzen, und weiter verhandeln. Arbeitnehmervertretungen, der Investor und Unternehmer Siegfried Wolf, auch unter Beteiligung der öffentlichen Seite, von Landesseite bzw. von Bundesseite. Und ich hoffe, dass noch die offenen restlichen Positionen, Themen am Tisch geklärt werden können und damit auch eine Lösung gefunden wird für MAN und in Wirklichkeit für den Standort, Automotivstandort Österreich. Ich bin überrascht, dass Sie da so sicher sind, weil Sie gesagt haben, absolut. Sehen Sie eine Perspektive, wie wird denn die aussehen? Ich habe mir von Herrn Siegfried Wolf sein Konzept sehr ausführlich erklären lassen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ein ausgezeichnetes Konzept mit einer Perspektive, mit einer Zukunft, mit einer Nachhaltigkeit der Entwicklung dieses Standortes. Vor allem bringt Herr Wolf mehr als 30 Jahre Erfahrung im Automobilsektor mit sich. Wir blicken zurück auf seine Erfolge, den Standort in Magna Steyr in Graz. Und er verantwortet aktuell mehr als 1,2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in seiner Verantwortung weltweit. Und sein Zukunftskonzept zeigt klar neue Modelle, neue Technologien im Hybrid, im Wasserstoff, in der Batterietechnologie. Und daraus hat er vor, weitere Entwicklungen am Standort in Steyr unter der neuen Marke Steyr mit aufzugreifen. Und das klingt für mich sehr plausibel. Das ist eine Zukunftslösung für einen Großteil der Beschäftigten am Standort Steyr und vor allem für die Zukunft der gesamten Automotiv. Aber er hat doch gesagt, er verhandelt jetzt nicht mehr weiter. Für ihn ist die Sache erledigt nach der negativen Abstimmung der Belegschaft. Ich glaube, es werden wieder Wege zurück auf den Verhandlungstisch führen. Und es wird doch wohl im Interesse aller Beteiligten sein, hier eine Lösung zu finden. Ich bin zuversichtlich und hoffe am Ende für den Standort Österreich. Fragen wir mal grundsätzlich. Also es gibt eine Standortgarantie durch MAN. Es gibt auch Kündigungsschutz für die Mitarbeiter. Das soll beides bis 2030 gehen. Und dann passiert da hier jetzt so ein Drama. Sind Standortgarantien überhaupt nichts mehr wert? Wozu werden sie dann überhaupt noch abgegeben? Können Sie MAN verstehen? Die Unzufriedenheit, die Enttäuschung ist völlig nachvollziehbar. Es geht ja um mehr als 2000 Arbeitsplätze. Ja. Selbstverständlich, das ist natürlich eine nach mehr als 100-jähriger Tradition natürlich ein Paukenschlag für alle Betroffenen im Unternehmen. Und wir wissen, da sind ja weitere tausende Mitarbeiter, Beschäftigte direkt abhängig von diesem Standort. Somit ist das natürlich von großer Relevanz, hier eine Lösung zu finden. Der Eigentümer des MAN-Konzerns hat sich klar entschieden, aufgrund mangelnder Wettbewerbsfähigkeit des Standortes in Steyr, aufgrund von Ineffizienzen, diese Produktion zu schließen. Die angesprochenen Garantien entsprechend müssen jetzt am Ende vielleicht sogar Rechtsanwälte lösen. Aus meiner Sicht ist jetzt eher die Perspektive, die Herr Siegfried Wolf mit sich bringt, hier jene wirklich gute Lösung, die wir forcieren sollten, auch alles daran unternehmen, dass sich diese Seiten auch jetzt wirklich finden. Und ich glaube, das wäre dann eine gute Lösung für die Betroffenen und nochmals für den Standort in Österreich. Also ich höre heraus, Siegfried Wolf ist für Sie die einzige Alternative. Vorschläge, die auch kamen, zum Beispiel von den Sozialdemokraten, eine Staatsbeteiligung, da halten Sie nichts davon. Wissen Sie, es ist eine Privatperson, die privates Geld
für dieses Unternehmen jetzt investiert, bereit ist zu investieren. Herr Wolf bringt unheimlich viel Erfahrung mit und hat eine Perspektive, diesen Standort wirklich zu einem Zukunftsstandort zu entwickeln. Gerade wissen wir, der automobile Sektor ist in einem massiven Wandel. In 10 Jahren wird der Automotivsektor nicht mehr so sein, wie er heute ist. Da ist es jetzt umso wichtiger, dass wir Investoren und Unternehmerpersönlichkeiten wie einen Herr Wolf finden. Ein Österreicher, der aus diesem Standort wieder ein Headquarter in Österreich macht, der hier die Engineering-Entwicklung wieder ansiedelt. Das ist jedoch etwas, was wir brauchen. Das kann der Staat nie und nimmer bieten und somit eine klare Präferenz für den Unternehmer Siegfried Wolf. Aber okay, finden Sie es auch nicht, was VW da macht, immer weiter die Arbeitsplätze in den Osten zu verlegen, wo die Arbeitskosten günstiger sind? Also man fragt sich ja als Otto-Normalverbraucher, warum passiert das und wo soll das enden? Ich glaube, diesen Vorwurf jetzt einen Konzern zu machen, ist nicht legitim, denn Wettbewerbsfähigkeit ist all unser Lebenselixier bzw. unsere Herausforderung als Unternehmerin, als Unternehmer. Da sind wir tagtäglich gefordert. Und umso wichtiger, und das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr gutes oder eben auch schlechtes Beispiel, wie wichtig Standortpolitik ist. Mhm. Standortpolitik, nämlich im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit, der Attraktivität, ist das Um und Auf. Und MAN zeigt uns natürlich hier sehr leider eindrucksvoll, dass es über die Jahrzehnte hin eben nicht mehr diese Wettbewerbsfähigkeit jetzt aufrechterhalten hat können. Ich verspreche Ihnen, Sie dürfen noch darüber reden, dass Sie die Steuern und die Lohnnebenkosten senken wollen. Da haben wir einen Punkt vorgesehen. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Also Sie gehen davon aus, dass Sigi Wolf weiter dabei bleibt, dass es da Verhandlungen gibt. Das heißt, er würde sein Konzept durchsetzen, auch gegen den Willen der Belegschaft. Denn die hat das ja mit 2/3 abgelehnt. Es ist durchaus interessant, etwas in die Tiefe zu gehen, nämlich wie die Belegschaft diesbezüglich abgestimmt hat vor ein paar Wochen in dieser Urabstimmung. Man möchte fast meinen, Arbeit und Angestellte haben über 2 verschiedene Konzepte abgestimmt. Denn mehr als 90% der Angestellten haben sich ganz klar für das Konzept Siegfried Wolf ausgesprochen, hingegen eine Mehrheit der Arbeiter deutlich gegen. Naja, die fürchten, dass die Produktion wegfällt, nicht? Und dass das sozusagen ein reines Konstruktionsbüro wird. Andere Betroffenheit. Ja. Aber genau so, wie ich das Konzept von Herrn Wolf jetzt erklärt bekommen habe, geht es genau um die Produktion, um den Ausbau der Produktion. Es sollen 7 neue Modelle kommen, die hier nachher nicht nur für den heimischen Standort, sondern für den internationalen Standort weiterentwickelt werden sollen. Es sollen neue Technologien kommen. Und somit sehe ich das absolut als Zukunftskonzept. Ich bin mir nicht ganz sicher, was in der Belegschaftsvertretung hier an Motivationen und Diskussionen intern abgegangen sind. Nochmals, ich glaube, das ist ein wirklich gutes Konzept und das wäre für das Unternehmen und für die Region wirklich ein Segen, wenn das zustande kommt. Die Belegschaft hatte die Wahl zwischen Tod und Verderben. Nicht? Es war nicht klar, welche Abteilungen geschlossen werden, was aufgelöst wird und welche Personen dann letztendlich ihren Job verlieren. Das heißt, es ist kein Wunder, dass dann viele dagegen stimmen, oder? Ja, nochmals, mich wundert es schon, einer wirklich in einer Perspektive so deutlich abzulehnen. Und die Alternative ist klar, und das war ja vom Konzern ausgesprochen, die Schließung. Also, aber das heißt, MAN bleibt, das können wir... Dafür hoffe ich, dafür müssen wir alles unternehmen von allen Seiten, dass es zu dieser Lösung kommt. Soll staatliches Geld nochmal fließen in diesen Standort, wie auch immer? Eine Unterstützung, sei es in Form einer Arbeitsstiftung, wenn notwendig, kann dazu dienen, dass diese Lösung zustande kommt. Wenn das der Fall sein sollte, dann ist es eine gute investierte Summe. Kreditgarantien, Kapitaleinschüsse, irgendetwas, was von der öffentlichen Hand kommt, so wie wir das öfter in Krisensituationen schon erlebt haben, zuletzt bei der Auer? Ist im konkreten Fall ja nicht die Notwendigkeit. Es geht ja nicht um Liquidität oder ums Geld, es geht um die Zukunft, um die Wettbewerbsfähigkeit dieses Standortes. Und das bringt Siegfried Wolf. Gehen wir zum Thema Wiederaufbau. Das ist ja ein wesentliches Thema in der heutigen Zeit. Jetzt, wo wir vielleicht eine Perspektive haben, dass wir aus der Corona-Pandemie langsam wieder uns rauswursteln. Die österreichische Regierung hat in der Vorwoche einen mehrere hundert Seiten dicken Plan nach Brüssel geschickt, um sich für die Fördermilliarden des EU-Wiederaufbaufonds zu bewerben. Das ist allgemein so kommentiert worden, viel alter Wein in neuen Schläuchen soll da drinnen sein. Also wenig neue Konzepte, aber genaues wissen wir noch nicht, denn da fehlt uns ein bisschen an Transparenz und Auskunftsfreudigkeit der Bundesregierung. ÖGB-Präsident Katzian hat sich zum Beispiel beklagt, dass er gar nicht wisse, was da alles drinnen steht. Er sei überhaupt nicht eingebunden gewesen. Wie ist denn das mit Ihnen? Sind Sie eingebunden worden? Wissen Sie, welche neuen Projekte die Bundesregierung hier plant? Dieser europäische Wiederaufbauplan, um gestärkt aus dieser Krise zu kommen, beinhaltet mehr als 750 Milliarden Euro,
die auf die Mitgliedsländer verteilt werden. Davon soll Österreich an die 3,5 Milliarden Euro bekommen. Für Projekte in die Zukunft orientiert, vor allem im Bereich der Digitalisierung und des Klimaschutzes. Das sind die Vorgaben von seitens der Europäischen Union. Die Bundesregierung hat in einem sehr intensiven Prozess Projekte gesammelt. Wir waren als Industrievereinigung in diesem Prozess mit beteiligt. Wir haben auch unsere Überlegungen, unsere Anregungen hier auch mitgeteilt und auch mit eingegeben. Und was man jetzt aus ersten Medienberichten heraus entnehmen kann, sind hier sehr wohl nachhaltige, zukunftsfähige, wichtige neue Projekte in diesem Gesamtpaket mit enthalten. Es geht, und auch wenn man die Beträge hier jetzt, die kolportiert worden sind, herannimmt, sind es doch deutlich über den Zielvorgaben der Europäischen Kommission. Ich glaube, auch der Prozess war insofern richtig, dass man parallel schon mit der Kommission abgestimmt hat von den inhaltlichen Vorgehensweisen, was kann da drinnen Platz finden, was kann nicht Platz finden. Ich bin zuversichtlich, dass es gerade diese wichtigen Themen in der Digitalisierung, in der Ökologisierung, in der Bildung hier entsprechend wieder abbildet. Und das kann uns und wird uns einen wirklichen Schub aus dieser Krise geben. Aber es ist viel drinnen, was ohnehin vorgesehen war im Regierungsprogramm, zum Beispiel der Bau des Choralm-Tunnels. Ich würde hier doch die über 100 Millionen Euro, die im Wasserstoffentwicklungsbereich vorgesehen sind, es ist doch einiges vorgesehen, auch um im Automotivsektor hier neue Bereiche, neue Technologien weiterzuentwickeln. Es ist vor allem eben auch im Bildungsbereich fast 200 Millionen Euro, um jetzt auch, und das waren ja auch die Lehren aus dieser Pandemie heraus, im Bildungsbereich, die Defizite hier in der Digitalisierung sollen hier damit kompensiert werden. Also ich glaube, da sind wirklich viele gute Punkte drinnen, die uns hier voranbringen. Und jetzt aus österreichischer Sicht der Industrie sind natürlich diese 3,5 Milliarden national interessant. Aber aus diesem 750-Milliarden-Paket werden über 160 Milliarden in den Nachbarländern mit investiert. Und auch das ist natürlich ein Riesenpotenzial, wo sich die österreichische Industrie hier mit beteiligen wird können. Also schauen wir auf Geschäft. Bitte. Schauen wir mal, was wir von der Regierungsklausur vielleicht erfahren, die ja morgen beginnt. Was erwarten Sie sich denn von dieser Klausur? Die startet morgen und die soll sich beschäftigen mit diesen konkreten Projekten, wie wir das Land wieder aufbauen. Was ist Ihre Erwartung an diese Klausur? Also ich finde es unheimlich wichtig, dass wir uns jetzt über die Zukunft beschäftigen. Wir sind nach diesen Pandemie-Marathon, wo wir jetzt noch die letzten Meter gemeinsam zu laufen haben, natürlich jetzt vor der Situation, wie kommen wir aus dieser Krise heraus, um quasi mit diesem Comeback-Plan anzuschließen an 2019, ist einmal der richtige erste Schritt. Aber wir als Industriellenvereinigung möchten mehr. Wir möchten über diese Situation hinaus wachsen und die Chancen, die sich jetzt am globalen Markt auftun, bestmöglich für unser Land und für die Menschen in diesem Land mitnehmen. Drei wesentliche Faktoren, die die Bundesregierung hier sich vorgenommen hat. Es geht um Standort, Attraktivität des Standortes. Es geht um die Transformation im Bereich der Digitalisierung und vor allem des Wandels im Bereich Klimaökologisierung. Und es ist natürlich auch das große Thema des Arbeitsmarktes, das wir hier vornehmen. Ich glaube, das sind auch die drei zentralen Stellhebeln, um wirklich Österreich jetzt mit einer neuen Dynamik, wenn wir uns alle nochmals beim Hemd nehmen, es waren die letzten 12 Monate für uns alle wirklich sehr ermüdend. Mhm. Teilweise, möchte ich fast schon sagen, lethargisch, gelähmt. Jetzt ist aber Aufbruch. Wir müssen in die Zukunft blicken. Es sind unheimlich viele Chancen. Die Welt wird heuer 6% wachsen. Ein 6%iges Wirtschaftswachstum hat es letztes Mal vor knapp 50 Jahren gegeben, 1973. Es ist einmalige Chance, dass wir, auch wenn wir eine kleine Volkswirtschaft sind als Österreich, aber überproportional an diesem Gesamtaufschwung teilhaben können. Und dafür haben wir natürlich viele Überlegungen, wie wir das auch bestmöglich für unser Land und am Ende geht es immer für die Menschen in diesem Land, für diesen Wohlstand in diesem Land. Machen wir es ein bisschen konkreter. Unter anderem dürfte bei der Regierungsklausur die Investitionsprämie für Betriebe verlängert werden. Die ist im Februar ausgelaufen. Bis zu 14% einer Investition, wenn es halbwegs klimafreundlich ist, kann sich ein Betrieb sozusagen vom Staat holen oder ersetzen lassen. Was würden Sie noch benötigen? Diese angesprochene Investitionsprämie ist eines der wichtigsten konjunkturbelebenden Maßnahmen, die die Bundesregierung gesetzt hat. 4 Milliarden öffentliche Mittel unterstützen Gesamtinvestitionen von mehr als 40 Milliarden, die heuer, vor allem in den nächsten beiden Jahren, in Österreich wirksam werden. Und das geht über die gesamte Wirtschaft, von Klein-, Mittel- bis Großbetriebe. Und das ist wirklich ein ganz wesentliches Instrument, um hier gestärkt aus dieser Krise zu kommen.
Die Bundesregierung hat in diesem Maßnahmenpaket der 50 Milliarden anfangs sehr gut und hilfreich liquiditätsunterstützende Maßnahmen gesetzt. Aus unserer Sicht benötigt es jetzt eigenkapitalstützende Maßnahmen. Im Regierungsprogramm ist vorgesehen die Senkung der Körperschaftssteuersenk von 25 auf 21%. Es geht auch um die Angleichung und Gleichbehandlung vom Eigenkapital zu Fremdkapital. Bitte. Wir können das auch später vornehmen. Sie sagen, was ich gehe. Also 21%. Herr Knie. Das sind nämlich jetzt wesentliche Knie, Punkte, um auch die Kosten zahlen. Ja? 25% Körperschaftssteuer, also das ist die Gewinnsteuer für große Unternehmen, für Kapitalgesellschaften. Sie verlangen, die Industrievereinigung verlangt schon seit längerem eine Senkung auf 21%. Aber der internationale Trend, Herr Knie, geht in die andere Richtung. Herr Biden in den USA, der neue Präsident, sagt, wir wollen die Körperschaftssteuer anheben. Glauben Sie nicht, dass Sie sozusagen am falschen Dampfer sind? Also ganz und gar nicht. Wenn ich die beiden Sachverhalte kurz darstellen darf. In Amerika hat Präsident Biden ein Investitionspaket für Infrastruktur von 2.000 Billionen Dollar vorgestellt in den nächsten 8 Jahren. 2.000 Milliarden. 2 Billionen. 2 Billionen, 2.000 Milliarden. 2 Billionen, ja, 2.000 Milliarden. Pardon. Die Zahlen sind für die nächsten 8 Jahre, ja. Wohlvermerkt. Und jeder, der von uns schon mal in Amerika weiß, wie desolat die Infrastruktur ist. Daher werden diese Mittel für Brücken, Straßen, Flughäfen etc. verwendet. Richtig, für die Refinanzierung oder Gegenfinanzierung dieser Investitionen möchte er die Körperschaftssteuer oder Unternehmenssteuer in Amerika von 21% auf 28% senken. Sie haben nicht erwähnt, dass Präsident Trump kurz davor von 35% auf 21% diese Körperschaftssteuer gesenkt hat in Amerika. Mit der Konsequenz, dass es einen unheimlichen Investitionsschub in Amerika gegeben hat. Auch wir in Österreich, 2005 zurückblickend, als wir die letzte Körperschaftssteuersenkung hatten, hatten daraus resultierend einen unheimlichen Investitionsschub. Herr Thiel, irgendwer muss das zahlen, diese Corona-Kosten. Wir kommen dann noch auf die Budgetdefizite zu reden. Was sind Sie denn bereit zu geben? Sie sagen nur, wir wollen senken, senken, senken. Wir wollen weniger zahlen, weniger zahlen, weniger zahlen. Wir als Industrie bringen Wachstum, investitionsgetriebenes Wachstum. Und das ist die Antwort auf all die Fragen, wer diese Krise am Ende auch bezahlen wird. Denn das hat wir nach der Finanzkrise 2009, die Staatsschuldenquote ist auch damals auf über 80% gestiegen und über das Wachstum in den letzten Jahren konnte dieses nachher auch wieder kontinuierlich reduziert werden. Und so wird es auch jetzt diesmal sein. Die Staatsschuldenquote wird sich je nachdem zwischen 85% und 90% jetzt eher mit 90, diesem ja. Budgetentwurf oder Modifikation nachher abspielen und somit wird es auch dafür wieder notwendig sein, in den nächsten Jahren mit investitionsgetriebenem Wachstum und ich würde noch gerne hinzufügen, mit Effizienzmaßnahmen in der Verwaltung, dieses oder diese Kosten der Krise auch wieder zurückverdienen. Das ist ein bereits gangbarer Weg, den wir schon erfolgreich gegangen sind und das wird auch der Weg sein, wie wir in die Zukunft gehen werden. Ehrlich gesagt, über die mehr Effizienz in der Verwaltung, glaube ich, sprechen wir schon seit 30 Jahren. Da kommt nie so viel zusammen, wie man es am Anfang geglaubt hat. Aber gehen wir vielleicht zu einem anderen Thema. Ich lege Ihnen mal die Rutsche. Die Grünen drängen auf eine höhere Besteuerung von Emissionen. Also vermutlich wird eine CO2-Steuer kommen. Einen Vorgriff gibt es ja auch schon bei Neuwagen. Wie viel kann und will die Industrie da beitragen? Wie viel sind Sie, nennen wir es mal so, bereit zu verkraften? Im Regierungsprogramm ist ganz klar verankert, dass die Steuern- und Abgabenquote von aktuell 43% auf unter 40% in der Legislaturperiode gebracht wird. Ja, aber das war vor Corona. Wir werden jetzt Corona hinter uns lassen. Mhm. Wir werden heuer ein Wachstum von 2,5-3% vielleicht noch zusammenbringen. Auf jeden Fall in den nächsten Jahren werden wir ein deutliches Wachstum haben, wo das sich nachher alles auch entsprechend rechnet und auch ausgeht. Wir haben jetzt mit den Themen jetzt, darf ich nochmal noch... Emissionen. Mit den Emissionsthemen. Es wird eine ökosoziale Steuerreform kommen, sehr wahrscheinlich im Herbst, nach dem Sommer. Die Industrie ist das einzige der 4 Sektoren bereits jetzt ganz klar committed, zugesagt im Zertifikathandel bis 2050 emissionsfrei zu sein. Es darf nämlich für die Industrie in diesem Zusammenhang keinesfalls zu mehr Belastungen kommen von mehreren Kosten. Wir tragen schon eine große Last an. Im Regierungsprogramm steht Klimaneutralität bis 2040. Sie sind da um 10 Jahre hinten nach. Wir kommen gerne noch auf dieses Thema, weil bis dato war ja die Klimaneutralität auf europäischer Ebene bis 2050 vorgesehen. Österreich hat diesbezüglich eine noch ambitioniertere Zielsetzung sich gesetzt, nämlich bis 2040. Das heißt aber, dass es ja nicht automatisch
passiert, wenn nicht massiv in diese Technologien, die hier dazu noch nötig sind, investiert wird. Die Industrie hat in den letzten Jahrzehnten unheimlich viel in Klimaschutz investiert. Wir sind heute mit Abstand die umweltfreundlichste Produktion weltweit. Nirgendwo auf dieser Welt wird Stahl, Zement, Papier umweltfreundlicher produziert wie in Österreich. Das heißt aber nicht, dass wir noch viel vor uns haben. Denn die Klimaziele, und wir sind ganz klar committed zu diesen Klimazielen, braucht natürlich eine massive Unterstützung auch von Seiten der öffentlichen Hand, im Sinne politischer Unterstützung, aber vor allem finanzieller Unterstützung. Mhm. Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir noch viel investieren in Technologien, die heute noch nicht ausreichend entwickelt sind. Und es braucht auch seine gewisse Zeit. Also fassen wir es zusammen. Sie wollen eine Körperschaftssteuersenkung und sind bereit, bei der Ökosteuer dann mitzuziehen. Ich habe keine Vorstellung noch, und es liegt auch noch nichts am Tisch, wie diese ökosoziale Steuerreform aussehen wird. In Summe, so sind die Aussagen der Koalition der Bundesregierung, wird sie aufkommensneutral sein werden. Sie sagen ja auch immer, Sie wollen eine Senkung der Lohnnebenkosten. Bleiben Sie da dabei? Ich glaube, dieses Thema kann, zum einen sind wir gerade bei den Lohnnebenkosten um 4 Prozentpunkte höher als unser deutscher Nachbar zum Beispiel. Also wir haben hier gerade in diesem Bereich Wettbewerbsnachteile. Ich glaube, das Thema der Lohnnebenkosten kann vor allem jetzt auch für diesen Wiederaufbauplan, diesen Comeback-Plan, wenn es um Arbeitsmarktpolitik geht, interessant eingesetzt werden im Sinne von jeder neu beschäftigte Mitarbeiter, der in der Wirtschaft einen Job bekommt, soll über eine Entlastung der Lohnnebenkosten hier gefördert unterstützt werden. So bringen wir Beschäftigung mit einer hohen Dynamik wieder in eine Arbeitswelt. Und das könnten Modelle sein, die wir hier jetzt gerade in diesem Comeback-Plan mitdiskutieren sollten. Nur ein Wort zur Erklärung. Lohnnebenkosten sind im Wesentlichen die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Und Sie schlagen gerade vor, dass wenn zum Beispiel Ihr Unternehmen einen neuen Mitarbeiter beschäftigt, dass dann die Sozialabgaben für Ihr Unternehmen entsprechend drei Jahre ausgesetzt werden. Oder was würde Ihnen denn vorschweben? Also für zwei Jahre befristet. Wir sehen, die Arbeitslosigkeit ist natürlich durch diese wirtschaftliche Krise leider in eine Höhe geschnellt, die es viele Jahrzehnte nicht war. Und somit gilt es, jeden Fokus, alle Aufmerksamkeit hier auf Maßnahmen zu setzen, die hier eine Dynamisierung des Arbeitsmarktes mit sich bringen. Also Sie wollen zwei Jahre Befreiung von Lohnnebenkosten für einen neuen? Eine Unterstützung, das kann man insofern regeln. Langzeitarbeitslose, ältere Arbeitslose könnte man höher unterstützen, bis zu 100% Ausfall oder Unterstützung der Lohnnebenkosten, Jüngere. Das könnte man, und ich glaube, das sind Themen, die wir gemeinsam mit dem Arbeitsminister auch jetzt in Bälde miteinander diskutieren sollten. Da sind ja auch Überlegungen von Seiten der Bundesregierung, wie das gesamte Arbeitsmarktpaket ausschauen kann. 700 Millionen sind hier in dieser Corona-Arbeitsstiftung dafür vorgesehen. Hauptsächlich hoffentlich für Qualifizierungsmaßnahmen, das ist ganz wesentlich. Und da gibt es, glaube ich, schon ein ganzes Paket an Lösungen, um hier wirklich Regen Sie eine neue Aktion 20.000 für ältere Arbeitnehmer an? Ist das etwas, was Sie sich gut vorstellen könnten? Also ob man jetzt Aktion 20.000 oder jetzt aktuell heißt ja Aktion 40.000 benennt. Mhm. Nur weil man es anders benennt, wird das Thema oder das Ding nicht besser. Dieses System oder diese Aktion hat alle Erwartungen komplett nicht erfüllt und nicht getroffen. Es war eine sehr teure Aktion. Sie war ausschließlich, also 100% von öffentlichen Mitteln unterstützt. Es war ausschließlich im öffentlichen Bereich angesiedelt. Und es hat keinen nachhaltigen, nach Ende dieser Aktion, Job gegeben. Das ist nicht das System, was wir brauchen. Wir brauchen Nachhaltigkeit, wir brauchen Jobs, wo sich Menschen wieder auch ausdrücken können, wo sie auch wirklich hier einen Sinn in ihrer Tätigkeit finden, die auch entsprechend entlohnt werden. Und das bietet mal die Wirtschaft und insbesondere die Industrie. Also Sie wollen die Förderung für die Unternehmen und nicht für den einzelnen Arbeitsplatz, wenn ich das zusammenfassen darf. Am Ende geht es doch, dass Menschen wieder in Beschäftigung kommen. Und darin müssen wir alles tun, was sind bestmöglich geschaffene Arbeitsplätze. Und die Erfahrung zeigt, die besten Arbeitsplätze sind in der Wirtschaft. Österreichs Wirtschaft ist relativ schlecht durch die Krise gekommen. Wir haben dazu eine Grafik vorbereitet. Im vergangenen Jahr ist die Wirtschaftsleistung um 6,6% eingebrochen. Wir sehen das hier, die ersten beiden Balken, die da runterfahren. Das ist deutlich schlechter als etwa Deutschland oder die skandinavischen Länder. Was ist denn der Grund dafür? Ist das nur der Tourismus? Tourismus hat einen großen Anteil an dieser Unterscheidung. Gegenüber anderen europäischen Ländern haben wir doch einen doppelt so starken BIP-Anteil im Tourismus als zum Beispiel unser deutscher Nachbar. In Summe hat Europa ja doch schlechter abgeschnitten als andere Volkswirtschaften wie USA oder wie China.
Das führe ich aber doch aus den unterschiedlichen Zugang zur Bewältigung und Bekämpfung der Pandemie zurück. Die Vorhersage des Wirtschaftsforschungsinstituts sieht für heuer ein Wachstum von 1,5% im schlechtesten Szenario. Das wäre sozusagen ziemlich mickrige Zahlen. Oder bis zu 2,3%, wenn es jetzt nicht mehr noch viele Lockdowns gibt, im besseren Szenario. Sie, die Industriellenvereinigung, hat zu Jahresbeginn gar 4% erwartet. Das ist wahrscheinlich nicht zu halten. Wie sind da die aktuellen Zahlen? Wir waren Anfang des Jahres durchaus optimistischer, haben aber nicht erwarten können, dass der Lockdown und vor allem jetzt auch diese Ostregion noch stärker länger im Lockdown ist als vorgesehen. Unsere Erwartungshaltung sind 2,5 bis 3%. Die sind durchaus realistisch für dieses Jahr, vor allem auch für das nächste Jahr nachher doch wieder einen deutlichen Schub nach vorne, sodass wir in Summe in diesen jetzt 1,5 Jahren den wirtschaftlichen Schaden des letzten Jahres von -6,6% überkompensiert haben. Der Industrie geht es ja Corona hin oder her längst wieder blendend. Ihre Auftragsbücher sind voll. Die Lockdowns 2 und 3 und folgende haben Sie in der Industrie relativ wenig betroffen, weil die Lieferketten offen geblieben sind und funktioniert haben. Der Export brummt. Ein Teil der Industrie ist wieder auf dem Niveau von vor Corona. Richtig? Wir haben einige Kratzer in dieser Pandemie abbekommen, vor allem im ersten Lockdown im Frühjahr. Aber viele Branchen sind gut durch diese letzten 12 Monate gekommen. Es gibt manche Branchen, die bereits deutlich besser wieder unterwegs sind als vor der Krise 2019. Aber es gibt auch noch verschiedene Branchen. Ich denke da jetzt an Lebensmittelindustrie, Brauereien. Ich denke hier auch an Unternehmen, die in der Flugindustrie tätig sind. Die haben durchaus noch große Schwierigkeiten. Und somit ist es schon ein gewisses gemischtes Branchenszenario, das wir jetzt haben. In Summe aber ist die Industrie gut durch diese Krise gekommen. Wir haben Beschäftigung aufrechterhalten und haben dieses Land durch diese Krise getragen. Ich glaube, wir kommen jetzt zum Budget. Es ist quasi druckfrisch hereingeflattert in der Früh, die neuen Zahlen aus dem Finanzministerium. Das Budget, also der Staatshaushalt, wird geändert. Finanzminister Blümel wird das diese Woche im Nationalrat vorlegen. Und der Inhalt ist, also auch heuer wird der Bund 30 Milliarden mehr ausgeben als einnehmen, um 8 Milliarden mehr als bisher geplant. Weil wir es schon vorher besprochen haben, können wir uns das leisten? Ja. Definitiv ja. Ich glaube, es ist auch wirklich sinnvoll und notwendig, jetzt auf diesen paar letzten Metern, wie angesprochen, von diesem Marathon der Pandemie, doch noch gemeinsam durch dieses Ziel und über diese Ziellinie zu laufen. Damit sind diese, glaube ich, jetzt angesprochenen zusätzlichen Ausgaben noch gerechtfertigt. Wir kommen damit auf eine Staatsschuldenquote von an die knapp 90%, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das ist im europäischen Vergleich absolut in Ordnung. Da mache ich mir noch keine Sorgen. Und wie gesagt, über das Wachstum, das wir in den nächsten Jahren erwarten können, und das ist durchaus sehr realistisch, werden wir uns diese Krise damit aber auch wieder gut zurückverdienen. Herr Knill, die Industriellenvereinigung war immer auf dem Kurs, möglichst Budgetüberschüsse zu machen und möglichst wenig Schulden. Sind Sie ein Sozialist? Würde ich so nicht behaupten wollen können. Ich glaube, sicherlich einmal Realist, das ist das Wichtige. Und es geht jetzt schon, wie kommen wir gestärkt aus dieser Krise heraus? Und nochmals im Vergleich zur Finanzkrise 2009, wo die öffentliche Hand wesentlich zaghafter, weniger Maßnahmen losgetreten hat, um aus dieser Finanzkrise wieder rauszukommen, sind wir heuer in dieser Phase jetzt, wo es mehr als 50 Milliarden an Unterstützung gibt, wesentlich besser dran. Wir sind auch wieder schnell aus dieser Krise heraus. Und somit, glaube ich, ist das ein gutes Paket, das hier die Bundesregierung in den vielen Facetten Kurzarbeit, Liquiditätshilfen, Stundungen etc. 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 Das hat uns gut durch die Krise geführt und wird uns jetzt eben stärker, vor allem gestärkt aus dieser Krise führen. Man muss dazu sagen, sozusagen die neuen Schulden, die der Staat derzeit aufnimmt, die kosten nichts. Nicht? Der Staat verschuldet sich quasi um null oder um ganz geringe Prozentsätze. Ja, das ist die eine Facette, aber geborgtes Geld muss man schon wieder zurückzahlen. Ja, trotzdem noch mal die Frage, wer zahlt das? Nochmals, ich kann Sie nur sagen. Sie sind Unternehmer, Sie müssen in mehreren Jahren Perspektive denken. Sie können das. Also wer wird am Ende die Rechnung dafür begleichen? Man kann in den nächsten 8 Jahren haben wir diese Krise Wachstum. Durch Wachstum zurückverdient. Das ist alles. Das reicht. Wir brauchen keine neuen Belastungen. Mhm. Und genau diese Überlegungen, die ja durchaus immer wieder hier kolportiert und im Raum stehen, wären extrem kontraproduktiv. Dieses zarte Pflänzchen des Wachstums, das wir jetzt haben, würde durch neue Belastungsideen im Keim erstickt. Also ganz klar von allen Überlegungen, neue Steuern, neue Abgaben, neuen Belastungen, nein.
machen wir doch fokussiert jetzt doch hier den Blick in die Zukunft. Es ist ein wirklich globale Szenarien, Möglichkeiten des Wachsens vorhanden. Österreichs Industrie ist mit über 50, also sehr stark exportorientiert. Mehr als die Hälfte unseres Handels kommt vom Export. Und daher werden wir als Österreich von diesem globalen Aufschwung auch mit partizipieren und mit profitieren. Ich würde gerne bei jeder Antwort von Ihnen dagegen halten und mit Ihnen Wetten abschließen. Treffen wir uns wieder in 8 Jahren, sofern ich ja nachher noch als Präsident der Industriellen Vereinigung tätig bin. Es wird kein Sparpaket geben, das glauben Sie doch selbst nicht. Und natürlich wird es auch Steuererhöhungen geben, vermutlich im Ökobereich. Ne? Es wird keine neuen Steuern und Abgaben geben. Das steht im Regierungsprogramm ganz klar. Es wird eine Reduktion der Steuern- und Abgabenquote auf unter 40% geben müssen. Die ökosoziale Steuerreform wird Ausgaben oder Aufgaben neutral gestaltet werden. Immer wieder hört und liest man von Inflationsängsten, also von der Angst, dass die Preise davon galoppieren könnten. Schon jetzt sind starke Preissprünge zu sehen, eben vor allem in der Industrie, vor allem am Bau. Von Holz über Stahl bis zu Beton steigen die Preise dramatisch. Spüren Sie das auch in Ihrem Unternehmen? Absolut. Also es sind einige Bereiche, Sie haben es angesprochen, im Rohstoffsektor, die also jetzt wirklich sehr stark angestiegen sind, aufgrund dieser weltweit starken Nachfrage. Daher ist es ja auch wichtig, aus europäischer Sicht, uns jetzt strategische Partnerschaften zu überlegen, wo wir auch entsprechend Rohstoffe bekommen. Ich denke da zum Beispiel an die Mobilität der Zukunft, Elektromobilität. Wenn wir uns heute eine Batterie der Zukunft ansehen, dann ist da ein halbes chemisches Element, also die halben Elemente an chemischen Zutaten und dann fängt sich in dieser Batterie, wo kommen diese Rohstoffe her? Aus Asien, aus Afrika. Wir müssen uns strategisch diese Rohstoffe sichern. Das ist ganz wesentlich, damit wir auch diese technologischen Transformationen bestmöglich gestalten können, weil sonst begeben wir uns neue Abhängigkeiten und können diese Technologien nicht umsetzen. Was meinen Sie damit, stärker in Afrika investieren, in den Abbau von... Es geht um Handelspartnerschaften. Es geht um Handelspartnerschaften mit vielen Ländern dieser Welt. Ich denke natürlich auch an Russland, die hier viele Rohstoffe diesbezüglich haben. Natürlich das Handelsabkommen, das es zwischen Europa und China jetzt kürzlich geschlossen hat, war ein sehr wichtiges, hilfreiches. Aber wir müssen uns als Europa bewusst sein, neue Technologien bedürfen auch neue Rohstoffe und da muss eben die gesamte Wertschöpfung und vor allem Lieferkette abgesichert sein. Also Österreich soll sich stärker in Richtung Russland orientieren, obwohl Herr Putin jetzt wieder mit seiner Kriegsmaschinerie klappert. Da haben Sie kein Problem damit. Österreich wird keine Alleingänge machen international, sondern immer im europäischen Kontext. Was ich angesprochen habe, Europa muss sich strategische Partner suchen, um genau diese Wertschöpfung und Lieferketten abzusichern. Aber wäre es nicht Zeit für Europe First? Wir haben gesehen, vor allem im Pharmabereich, dass wir ganz normale Impfstoffe, ich rede noch gar nicht von Corona, sondern dass wir schon in der Zeit vor Corona ganz normale Impfstoffe nicht bekommen haben, dass es da einen Mangel gibt, weil wir in Europa keine Produktion mehr haben, weil alles ausgelagert ist nach irgendwohin. Wäre es nicht Zeit, Produktion, zumindest Schlüsselproduktion, wieder nach Europa zurückzuholen und auch nach Österreich? Wir können uns ja glücklich schätzen, dass wir in Österreich zum Glück noch immer und hoffentlich mehr industrielle Produktion haben. Das ist ja das Rückgrat von unserem Wohlstand in Österreich. Daher, und wir sehen das ja in anderen Volkswirtschaften, wo eben die Industrie sukzessive abgewandert oder abgewandert wurde, dass das jetzt doch die fatalen Folgen hat und deutlich schlechter dastehen, wie zum Beispiel Österreich. In der Pharmabranche, die Sie angesprochen haben, hat sich in der Vergangenheit vieles in Richtung Indien und China verlagert. Produktionen haben wir in Europa, aber die Wirkstoffe kommen nach wie vor, zum Beispiel Großteil aus Indien, wo es jetzt ja punktuell auch Engpässe gibt. Also Produktion alleine hilft uns nichts, wenn wir nicht, wie vorhin angesprochen hat, die Warenströme, die Lieferketten, die Rohstoffe entsprechend auch mit abgesichert haben. So gesehen muss es hier ein gesamtstrategisches Konzept geben. Was sind, da gibt es dieses Wort der Systemrelevanz, was ist notwendig für Europa, was müssen wir selbst haben? Und das sehe ich zum einen richtigerweise im Pharmabereich, ich sehe es aber vielmehr in diesen Zukunftstechnologien. Mikroelektronik, ein ganz zentrales Thema, Wasserstofftechnologie, Batterietechnologie haben wir schon angesprochen. Also das sind Themen, wo sich Europa und auch eine hohe Kompetenz hat diesbezüglich, Klimatechnologien auch mitnehmen und da den Fokus und vielleicht eben auch ein Alleinstellungsmerkmal im globalen Weltmarkt erarbeitet. Und da haben Sie auch nichts gegen öffentliche Unterstützung oder gegen Einstieg der öffentlichen Hand? Es braucht öffentliche Unterstützung, um neue Technologien zu entwickeln, weil bis es zu einer Marktreife kommt, bis es zu einer wettbewerbsfähigen Situation kommt, vergehen Jahre. Und wenn man das will, und das ist ja der politische Willen,
in Europa klimaneutral zu werden, dann muss es auch entsprechend hier massive finanzielle Unterstützung geben. Ich finde das so interessant, das von Ihnen zu hören, weil die industriellen Vereinigung ist eigentlich eher dafür bekannt, dass sie für einen schwachen Staat ist. Aber ich sehe offensichtlich, also wie gesagt, die Privaten, die der Motor der Wirtschaft sind, die sollen gestärkt werden. Der Staat soll eher schlank sein, schlank, schlank, schlank. Jetzt ist er, müssen Sie aber sogar, glaube ich, Sie sagen, dass man in der Pandemie gesehen hat, wie gut das ist, wenn der Staat eine gewisse Größe hat, wenn der Staat eine gewisse Stärke hat, wenn der Staat so aufgestellt ist, dass unser Gesundheitssystem eine Krise wie diese gut meistert. Also müssen Sie da in der IV ein bisschen umdenken? Ganz und gar nicht. Also zum einen, wir fordern ganz und gar nicht und wünschen uns ganz und gar nicht einen schwachen Staat. Was wir brauchen, ist ein schlanker Staat, mehr privat, ein effizienter Staat. Ein schlanker und effizienter Staat. Es gibt gewisse Aufgaben, die ein Staat zu erfüllen hat. Unter anderem, und das sind wir ja ganz stolz und das ist auch wichtig, einen ausgewogenen Sozialstaat. Da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Das ist aber nur möglich, wenn wir uns diesen auch entsprechend leisten können. Das ist der Fall und da muss man eben auch alles dafür tun, dass es weiterhin Wettbewerbsfähigkeit gibt, dann können wir uns eben auch diesen Sozialstaat leisten. Und ich glaube, genau diese Balance gilt es, mit einem effizienten und eben nicht schwachen, sondern starken Staat zu finden, der allerdings schlank sein sollte, sich auf die Kernaufgaben zurückziehen. Es macht vieles der Private besser. Es muss nicht für alles und jeden immer der Staat einspringen. Es gibt auch die Eigenverantwortung. Und ich glaube, in dieser Kombination und diesem Mix kommen wir gut zurecht. Nicht umsonst ist Österreich eines der wohlhabendsten Länder dieser Welt. Nicht umsonst ist Österreich eines der mit Abstand besten Länder der Lebensqualität. Und wir können uns privilegiert schätzen, dass wir da hier leben dürfen in diesem Land. Lassen Sie uns zum großen Thema dieser Tage kommen, dem Impfprogramm. Sie haben öfter kritisiert während der Pandemie, dass Sie mit dem Management des Staates nicht zufrieden waren, dass es ein Fleckerlteppich war bei den Bundesländern. Jedes Bundesland hat gemacht, was es wollte. Jetzt haben wir das noch umso mehr, oder? Jetzt läuft das Impfprogramm auch wieder nach Bundesland unterschiedlich und die Lockdowns sind auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Sind Sie damit zufrieden? Wir haben zu Beginn es kritisiert, dass die Verimpfungen Ländersache werden. Wir haben 9 unterschiedliche Systeme mit 9 unterschiedlichen elektronischen Dokumentationen etc. Wir sind aber jetzt so weit gekommen, wir sind kurz vor der Ziellinie, wie vorhin erwähnt, bei dieser Pandemie. Wir laufen jetzt diesen Marathon zu Ende gemeinsam. Wir ändern die Strategie nicht mehr. Die Länder haben sich jetzt auf diesen doch deutlich ansteigenden Impfdurchsatz eingerichtet, ausgerichtet. Sie sind vorbereitet und darum ändern wir daran jetzt nichts mehr. Ich bin zuversichtlich, dass wir bis Sommer, wie angekündigt, jetzt auch wirklich diese Impfstoffe haben, die wir benötigen. Vor allem die exportorientierte Industrie, vor allem die systemrelevante Industrie braucht diese Impfungen, damit wir wieder zu unseren Kunden in die Welt kommen. Und das sind wir jetzt hoffentlich zuversichtlich. Das war jetzt ja auch die Leistung des Bundeskanzlers, hier im europäischen Kontext für eine Gleichverteilung, Gleichberechtigung der Verteilung der Impfstoffe zu sorgen. Das führt dazu, dass wir jetzt 1 Million mehr Impfstoffe bekommen. Unterschiedliche Lesarten dazu, Herr Knichl. Fakt ist, dass wir jetzt 1 Million vorzeitig zusätzliche Impfstoffe von BioNTech bekommen. Nicht zusätzlich, vorgezogen. Jede Woche zählt, je früher, desto besser. Mhm. Und darum bin ich dankbar, dass das jetzt so der Fall ist. Also Sie sind nicht mehr dafür, dass die Betriebe selbst impfen? Wir haben uns angeboten, so wie wir es bei den Testungen gemacht haben. Wir haben ja schon seit September diesen letzten Jahres begonnen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen zu testen, um eben auch die Produktion aufrechtzuerhalten und die Sicherheit damit Menschen hier zu gewährleisten. Das ist sehr gut erfolgt. Das waren Kosten, die die Industrie auf eigene Kappe genommen hat und bieten uns jetzt auch an, das macht Sinn, vor allem bei größeren Unternehmen, wenn es notwendig ist, wenn Bedarf ist, hier zu impfen. Wir haben die Infrastruktur, wir sind vorbereitet, warten eigentlich auf die entsprechenden Anrufe bzw. Informationen von Seiten des Gesundheitsministeriums, wenn Bedarf ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das im ländlichen Bereich vielleicht eher der Fall sein wird können als im städtischen Bereich. Haben Sie Ihre Mitarbeiter schon geimpft in der Knill-Gruppe? Nein. Würden Sie nach Serbien Mitarbeiter nach Serbien schicken, so wie Palfinger das gemacht hat? Nein. Ich würde gerne zum Thema Bildung übergehen. Das ist ja ein Herzensthema der industriellen Vereinigung immer schon gewesen. Sie klagen bei jeder Gelegenheit über einen Mangel an Fachkräften. Es gibt knapp 500.000 Menschen auf Jobsuche. Jetzt hatten Sie mehr als ein Jahr lang Zeit, Personal zu suchen und umzuschulen. Sind Sie nicht auch, also Sie, die Industrie, nicht auch selbst schuld, wenn Sie keine Fachkräfte finden? Das Thema der Fachkräfte ist wirklich ein
wachstumshemmender Bereich, Themenbereich, den wir 2019 schon hatten und jetzt eigentlich, obwohl wir noch immer so viel und viel zu viele Arbeitslose haben, schon wieder spürbar und greifbar wird. Wir als Industrie haben vor allem das Thema der dualen Ausbildung, der Lehre, ganz stark forciert. Das muss man vielleicht erklären. Das heißt, die duale Ausbildung bedeutet die Ausbildung am Job, in der Werkstätte oder wo auch immer und zusätzlich die Schulbildung, die es dazu braucht. Also die zwei Wege. Es ist eine Facharbeitsausbildung, die sich ja im deutschsprachigen Raum seit Jahrzehnten bewährt hat. Das Unikum ist gegenüber anderen Ausbildungsbereichen, dass diese Ausbildung ja das Unternehmen zahlt. Im Schnitt in der Industrielehre 100.000 Euro. Aber eine gute und richtige Investition, die wir in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zukunft daher auch setzen. Das ist aufgrund der Pandemie im letzten Jahr, Stichwort fehlende Schnuppertage, leider nicht zu dieser Besetzung oder zu diesen Jugendlichen in der Lehrausbildung gekommen ist, ist ein Grund. Es war auch das Thema der Aufstiegsklausel. Letztes Jahr sehr deutlich spürbar, dass Jugendliche nicht den Lehrberuf gewählt haben, sondern weiter in der Schule verblieben sind. Weil sie mit einem Fünfer im Zeugnis quasi eine Klasse aufsteigen dürfen. Also Sie wären dafür, dass diese Aufstiegsklausel beseitigt wird, das heißt, die Kinder sollen wieder durchfliegen, damit sie mehr in die Lehre gehen? Das ist jetzt nicht der richtige Zugang. Die duale Ausbildung ist eine unheimlich zukunftsträchtige und eine Ausbildung, die Perspektive den Jugendlichen gibt. Gut bezahlter Job vom ersten Tag an. Die Lebenseinkommenskurve ist mit einer akademischen Ausbildung vergleichbar. Job, Karrierechancen, Jobsicherheiten, Lehre in der Industrie ist Zukunft. Und das werden wir auch weiterhin forcieren, denn das ist natürlich eine starke Quelle, wie wir unsere Fachkräfte selbst ausbilden. Aber müssen Sie nicht die Ausbildung selbst ein bisschen adaptieren? Sie müssen doch zugeben, dass das nicht super funktioniert hat in der Pandemie. Also man hat gesagt, okay, gerade bei der dualen Ausbildung, man zieht sozusagen den Schulblock vor und macht das sozusagen die Praxis dann später. Aber sind die Leute dann gleich ausgebildet wie Lehrlinge vor der Pandemie? Können Sie das wirklich guten Gewissens so sagen? Müssen Sie sich nicht auch was überlegen, um diese Art der Ausbildung pandemiefit zu machen fürs nächste Mal? Also, dass viele Schultypen nicht vorbereitet waren und sind für einen Distance-Learning-Unterricht, für einen digitalen Unterricht und vor allem die Berufsschulen, das hat leider diese Pandemie traurig zur Erkenntnis gebracht. Darum gibt es ja hier auch natürlich jetzt massive Investitionen, um genau diese Schwächen auszugleichen. Wir sind natürlich schon dran. Zum einen gibt es mehr als 115 neue Lehrberufe in der Industrie. Wir versuchen viel stärker Frauen zu begeistern, in die Industrie zu kommen. Es ist nicht mehr dieses klassische physische, schwer körperliche Arbeiten, wie vielleicht oftmals das noch in den Köpfen vorhanden ist. Die Berufsbilder haben sich massiv verändert und es sind jetzt auch für Frauen, für junge Damen extrem attraktive Jobmöglichkeiten in der Industrie und das brauchen wir auch, das möchten wir immer auch weiter forcieren. Und da ist es ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die wir hier andenken, um genau diesen Fachkräftemangel auch von unserer Seite aus zu begehen. Aber eine Lösung wäre doch die Migration. Und stattdessen, sozusagen, dass wir qualifiziertes Personal anlocken, schieben wir Leute, die hier gut integriert sind, junge Leute ab. Halten Sie das für sinnvoll? Für jene Personen, die jetzt eine Lehrausbildung machen, besteht ja die Möglichkeit, nach erfolgreichem Lehrabschluss über die Rot-Weiß-Rot-Card hier Beschäftigung und Aufenthalt zu bekommen. Das ist also für diese Personengruppe. Bevor Sie den Lehrabschluss fertig haben. Nein, das ist nicht der Fall. Diese an die 900 Jugendlichen, die hier in Österreich sind, dürfen die Ausbildung fertig machen und haben dann die Möglichkeit, über die Rot-Weiß-Rot-Card in Mangelberufen hier eine Aufenthaltsgenehmigung und somit auch einen Job aber zu bekommen. Aber Herr Kindl, es kommt ja immer wieder Migration, zu Abschiebefällen. Das ist ja nicht wahr. Es ist ja einfach so, dass wirklich knapp vor der Lehrabschlussprüfung Leute abgeschoben werden, wo man sich fragt, und die haben jetzt jahrelang investiert, wir sind super ausgebildet, wir können sie super brauchen, sie sind unsere Vorzeigemodelle für gelungene Integration und dann nochmals müssen sie für diese weg. 900 Jugendliche, die derzeit eine Ausbildung in Österreich machen, gibt es diese Sonderregelung, dass sie die Lehrausbildung fertig machen dürfen in Österreich und dann es die Möglichkeit gibt, eben nochmals über diese Rot-Weiß-Rot-Karte. Funktioniert das System jetzt? Meines Wissens ja. Weil die Rot-Weiß-Rot-Karte ist halt auch eine sehr hohe Hürde. Sie wurde modifiziert, genau diese Barrieren und Schwellen wurden bzw. werden in Kürze entsprechend auch nochmals adaptiert und angepasst. Ich habe jetzt erst kürzlich vernommen, dass hier vor allem im Bereich der Pflege 40.000 Pflegekräfte benötigt werden. Die haben wir nicht hier. Und müssen eben über dieses Modell Rot-Weiß-Rot-Karte nach Österreich kommen. Mein persönlicher Zugang ist in diesem Zusammenhang schon auf die Mitarbeiter, auf die Menschen im Land zu blicken, vor allem auf jene, die jetzt arbeitslos sind, diese zu qualifizieren und diese
mit alleroberster Priorität in den Arbeitsmarkt, in das Arbeitsleben zu bekommen. Daher müssen wir auch, und Sie haben es vorhin angesprochen, Frau Ströber, dass es dieses Jahr der Pandemie, wo viele Menschen in Kurzarbeit waren oder in der Arbeitslosigkeit waren, nicht entsprechend ausreichend genutzt worden, um sich weiter zu qualifizieren oder auch umzuqualifizieren. Diese Zeit wurde leider vergeudet. Also okay. Austrians first. Ich möchte noch ganz kurz eine Frage zu den Schulen stellen, weil die EV da immer sehr fortschrittlich war zum Thema Ganztagsschule, zum Thema individuelle Förderung an Schulen. In einem Satz, was brauchen die Schulen Österreichs nach Corona am dringendsten? Autonomie. Haben sie. Benchmark, finanzielle Unterstützung, best ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen. Und damit Computer haben es vergessen und WLAN. Mit Infrastruktur habe ich das gemeint, in diese Richtung gehen, selbstverständlich. Wir dürfen, und das wäre natürlich jetzt auch ein Wunsch, nicht nach dieser Pandemie zurückfallen in das System alt. Ich glaube, wir sollen diese Erkenntnisse, Erfahrungen, auch diese Herausforderung nutzen, auch das Bildungssystem in das 21. Jahrhundert zu bringen. Gerade was die Schulpflicht betrifft, da drängen wir Richtung Bildungspflicht. Denn auch nochmals den Blick auf den Arbeitsmarkt werfend. Fast die Hälfte aller Arbeitslosen haben maximal einen Pflichtschulabschluss. Das heißt, wir können uns das aus gesellschaftspolitischer Sicht nicht leisten, Jugendliche mit dem 9. Schuljahr nach der Schulpflicht quasi in ihr Leben entlassen, denn leider landen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Arbeitslosigkeit. Aber es gibt auch die Ausbildungspflicht bis 18. Funktioniert das nicht in Ihrem Sinne? Nicht in diesem Sinne, dass wir nachher die entsprechenden Mindestqualifikationen von Sinn erfassend lesen, die Grundrechnungsarten und diese Aspekte mitbekommen. Somit ist das zu wenig. Wir müssen in diesen 9 Jahren viel mehr dafür Sorge tragen, dass diese jungen Menschen fit gemacht werden für die Zukunft. Herr Kniel, Österreich steht dieser Tage unter dem Eindruck diverser Skandale. Industriebetriebe sind oft mittendrin. FFP2-Masken wurden umetikettiert. Unter Verdacht steht eine damalige Tochter von Lenzing. Die OMV steht im Verdacht, Umweltschützer zu bespitzeln oder bespitzeln zu lassen. Und die staatliche Beteiligungsgesellschaft ÖBAG kommt aus den Schlagzeilen überhaupt nicht mehr heraus. Gehört Korruption zum industriellen Alltag? Ganz und gar nicht. Und Sie haben da jetzt sehr unterschiedliche Themen zusammengeworfen und das unter den Mantel der Korruption gestellt, dem ich mich 100% verwehre. Die Industrie ist nicht korrupt, wenn Sie das jetzt unterstellen. Sehr wohl aber bietet diese Situation doch die Gelegenheit, dass wir uns doch mal alle nochmals offen und ehrlich fragen, welche Business-Ethik wir haben wollen, was es auch zu dem Thema der Transparenz an sich hat, wie wir miteinander arbeiten, was ich auch privat und was ist beruflich. Also ich glaube, diesen Diskurs könnten wir durchaus jetzt auch in diesem Zusammenhang führen. Es ist auch die politische Kultur in den letzten Wochen und Monaten eigentlich schon auf ein Niveau abgesunken, wo man sich fragt, was passiert hier gerade? Gerade jetzt noch immer in der größten Wirtschaftskrise der Zweiten Republik beginnt man sich hier doch untereinander in der Koalition nicht mehr, aber von der Opposition bis hin in den Parlamentsdebatten hier, die man ja verfolgt. Ich glaube, es kann man durchaus zum Anlass nehmen, über den Diskurs der politischen Kultur, der Auseinandersetzung, hier eine offene Debatte zu führen. Aber machen wir es konkret. Der Chef der Beteiligungsgesellschaft ÖBAG hat sich seine Job Description selbst verfasst, hat sie den Aufsichtsrat offensichtlich selbst ausgesucht. So ist der Verdacht sozusagen. Es ist ja nicht in irgendeiner Form gerichtlich entschieden. Er soll die Ausschreibung auf sich selbst zugeschnitten haben. Der Aufsichtsrat soll den Herrn bestellen und kontrollieren, wann der sich den Aufsichtsrat selber aussucht. Ich meine, das ist ja völlig widersinnig. Also der Aufsichtsrat wurde vom Eigentümer bestellt, nominiert. Der Aufsichtsrat hat den Vorstand in einem fairen Prozess. Der Generalsekretär im Finanzministerium. Das ist der Finanzministerium, die Beteiligungen sind direkt. Der dann der ÖBAG-Chef wurde. Das Verfahren bzw. der Prozess in diese Richtung ist, wie er ist. Die Konsequenzen sind gezogen. Es wird ein neuer Vorstand nächstes Jahr. Reicht Ihnen das aus? Ich glaube, wir werden alle aus diesen Vorkommnissen lernen und entsprechend auch daraus die Lehren ziehen und das nächste Mal es entsprechend besser machen. Aber was beklagen Sie jetzt genau, dass die Chats öffentlich wurden? Also ich glaube, die Konsequenzen, das kann man schon so sagen, also mit allem journalistischen Selbstbewusstsein, wäre das nicht öffentlich geworden, weiß ich nicht, ob da Konsequenzen gezogen worden werden.
Ich beklage gar nichts, Sie haben mir diese Frage gestellt. Nein, ich würde gerne wissen, weil Sie vorher bedauert haben, dass der politische Diskurs und so, haben Sie da gemeint, dass die Chats öffentlich geworden sind? Der politische Diskurs ist schon, dass wir jetzt uns im Klein-Klein verloren haben. Wir haben am Anfang der Pandemie schon noch den Zusammenhalt genossen und auch gesehen, wir müssen gemeinsam durch diese Krise kommen. Ach so, Sie reden gar nicht von der ÖBAG und von diesen Skandalen, die hier aufgekommen sind. Ich würde das gerne auf eine größere Ebene bringen, weil auch der Herr Wager hat jetzt verschiedenste Themenkomplexe aus der unterschiedlichen Perspektive in das Spiel gebracht und ich würde das gerne so zusammengefasst sehen. Okay. Die Industriellenvereinigung ist eine private Interessensvertretung. Mitglieder in der Industriellenvereinigung sind mehr als 4.000 Unternehmen. Die Wirtschaftskammer ist die gesetzliche Vertretung. Dort sind Unternehmen quasi automatisch Mitglied. Ihr Bruder vertritt ja die Knill-Gruppe in der Wirtschaftskammer und verhandelt da auch Lohnerhöhungen. Jetzt wird bekannt, dass die Wirtschaftskammer recht freigebig mit Geld umgeht. Personal wird bezahlt, das nicht benötigt wird. Die Beraterhonorare wurden verdoppelt. Delegierte im Ausland bekommen die Kosten für den Golfclub zum Teil ersetzt. Haben Sie schon Beschwerden von Unternehmern bekommen oder wie sehen Sie das selber? Sie sind auch Mitglied in der Wirtschaftskammer. Wir alle Unternehmerinnen und Unternehmer sind Mitglied in der Wirtschaftskammer. Ich selbst habe von diesem internen Kontrollbericht aus den Medien erfahren. Ich gehe davon aus und ich erwarte mir, dass das Präsident Mara dieser Sache auch entsprechend nachgeht und das abstellt. Sparsamkeit, eine schlanke Struktur, auch für die Wirtschaftskammer ein Thema, nicht nur für den Staat. Ich kann nur für meine Organisation sprechen, der Industriellenvereinigung. Wir sind eine freiwillige Organisation. Wir müssen uns tagtäglich unseren Mitgliedern gegenüber beweisen, dass wir das Eingesetzte oder die Mitgliedsbeiträge sinnvoll, effizient verwalten und verwenden. Und ich kann nur für meine Organisation sprechen. Die Wirtschaftskammer, müssen Sie den Herrn Präsidenten bitte fragen. Sozusagen im Image gegenüber dem Ausland, ich glaube 60% der österreichischen Industrie ist im Export tätig oder 60% der Produkte sozusagen werden exportiert. Sehen Sie da kein Problem, wenn bei uns alle paar Tage ein neuer Skandal auftaucht, eine neue Kuriosität in den Medien ist? Also Skandal wird vielfach und oftmals national oder lokal hier erst gemacht. Es ist ein schwacher Trost, wenn man sagt, dass es auch durchaus in anderen Ländern passieren kann und passiert. Das Renommee Österreichs, österreichischer Industrie in der Welt ist hervorragend. Wir sind bekannt mit unserer Technologie, durch unsere Technologie, durch unsere Kompetenzen in der Qualität der Produkte. Und ich glaube, das ist die Stärke der österreichischen Industrie, die wir auch weiterhin ausbauen und forcieren werden. Herr Präsident Knill, Frau Stoiber, herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Pressestunde zu Gast waren. Meine Damen und Herren, weiter geht's hier in ORF 2 jetzt mit dem Hohen Haus. Zu Gast ist heute die Clubchefin der Grünen, Sigrid Maurer. Und beim Zentrum geht's heute Abend um Politik in der Krisenzeit. Anlass ist der Rücktritt von Gesundheitsminister Anschober. Bei Claudia Reiterer zu Gast ist unter anderem der frühere Bundespräsident Heinz Fischer. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, noch einen informativen Tag mit ORF 2. Auf Wiedersehen.